Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Max Feld und heute geht es darum, wie man bei der DJI Mavic Air 2 die ND-Filter wechselt. Da sind wir zurück. Bei dem Fly More Combo Kit gibt es diese süßen ND-Filter von DJI direkt dazu. Das ist einmal der ND16, der 64 und der 256. Und ich habe wirklich lange gesucht, um zu gucken, wie wechselt man diesen Filter. Bin dann irgendwann drauf gekommen und das zeige ich euch jetzt. Es ist gar nicht so schwer, es ist relativ einfach. Gut, beim ersten Mal ist es ein bisschen schwerer. Dafür gehen wir jetzt hier runter auf die Kamera. Und zwar, ihr müsst ganz einfach den Gimbal festhalten und dann mit zwei Fingern diese vordere Kappe einfach drehen. So ganz leicht. Das geht ein bisschen schwer. Zack. Und schon ist sie gelöst. Dann könnt ihr den abnehmen. Zack. Da haben wir hier, ich zeige es nochmal hier drin. Die sind dann auch alle beschriftet. Und ich nehme jetzt den ND16. Und ich achte darauf, dass das DJI oben ist, das Logo, dass es lesbar ist. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, ob es jetzt umgekehrt drauf ist oder nicht. So, und jetzt setzen wir das Ganze genauso drauf. Drehen das. Zack. Ist eingerastet. Und bumm, fertig ist es. So sieht das dann aus. Wie gesagt, ich gucke immer, dass hier oben das DJI-Zeichen zu lesen ist. Und kein Hexenwerk, geht relativ schnell. Ich würde es vielleicht jetzt nicht unbedingt draußen machen bei Wind und Wetter, aber so ist zack, schnell erledigt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen da, ein Like, aktiviert die Glocke, abonniert meinen Kanal. Ich werde jetzt in nächster Zeit noch ein paar weitere Videos mit diesem süßen Ding hier machen. Ja, bis dahin, wir sehen uns.